Es geht um die Demokratisierung von Sterneküche. Wir kochen mit drei jungen Sterneköchen der nächsten Generation. Wir zeigen eine Küche dicht an der Natur, dicht an der Wildnis, befreit von den Ritualen der normalen Sterneküche mit Silberbesteck, mit livrierten Kellnern. Das Besondere an der Küche vom Bretardiné in dem Restaurant hier ist, dass wir nur regionale Produkte verwenden, dass wir in dem Zusammenhang, wir benutzen kein Olivenöl, keine Zitrusfrüchte, wir benutzen nur Öle, die in Deutschland hergestellt werden, das heißt Weizengrasöl, Maiskeimöl und zum Beispiel Traubenkernöl. Bretardiné ist eine Food-Kollektion, die wir seit 2004 regelmäßig vorstellen. Und wir nutzen in diesem Jahr das Pop-Up-Restaurant als Plattform, die in diesem Jahr eben auch aus drei verschiedenen Sterneköchen entwickelt wird und deshalb auch Melting Pot heißt. Jetzt im Winter ist es ein bisschen schwieriger, die Produkte zu finden, weil wir im Winter, es ist Schnee draußen, wir haben auch ein Gericht, wo wir den Schnee auf den Teller bringen, durch den Meerrettichschnee. Also wir versuchen auch die Bilder aus der Natur auf den Teller zu transportieren. Auch im Winter können wir nur mit Beeten arbeiten, mit Kohlgemüse und versuchen trotzdem sehr leichte, frische, unverarbeitete Gerichte zu kochen. Wir sagen ja, es ist ein Dining Experience und nicht eben nur ein Pop-Up-Restaurant. Und es wird einen Art-Parcours geben, es gibt einen Social Club, in dem abends DJs auflegen. Insgesamt ein Unterhaltungs-Entertainment-Konzept. Musik